So, hallo, da bin ich wieder. Diesmal mit einer neuen Folge zur Deklination von attributiven Adjektiven, also zur Beugung dieser Adjektive. Diesmal allerdings nicht im Nominativ und Akkusativ, das hatten wir ja schon, sondern diesmal im Nominativ und im Dativ, also im ersten und im dritten Fall. Dazu jetzt ein paar Beispielsätze. Der neugierige Junge antwortet dem netten Lehrer. Der neugierige, das ist das attributive Adjektiv, die Endung ist e. Das ist das Subjekt im Nominativ, das könnt ihr schon im ersten Fall. Dem netten Lehrer, das wäre jetzt das Objekt im Dativ, im dritten Fall, dem netten Lehrer. Und die Verben, die habe ich diesmal lila geschrieben. Diese Verben, die werden alle mit dem dritten Fall gebildet. Das könnt ihr euch auch merken. Der nächste Beispielsatz. Die aufmerksame Frau antwortet der ängstlichen Freundin. Die aufmerksame und der ängstlichen Freundin, dritter Fall. Das kluge Mädchen antwortet dem kleinen Kind. Das kluge ist der erste Fall, das kluge Mädchen und dem kleinen Kind der dritte Fall. Der Dativ. Wir haben eben gerade die bestimmten Artikel durchgesprochen. Der, die, das ändern sich in dem, der und dem. Und nun kommen wir zu den unbestimmten Artikeln. Ein neugieriger Junge antwortet einem netten Lehrer. Das ist praktisch im Maskulinum, sowohl das Subjekt im Nominativ als auch das Objekt im Dativ. Eine aufmerksame Frau antwortet einer ängstlichen Freundin. Femininum. Im Nominativ und Femininum im Dativ. Ein kluges Mädchen antwortet einem kleinen Kind. Das ist Neutrum im Nominativ und Neutrum im Dativ. So, das sind hier die bestimmten Artikel. Die ersten Beispiele, also der, die, das im Nominativ ändern sich in im Dativ und zwar in dem, der und dem. Und die unbestimmten Artikel, ein, eine, ein im Nominativ, die kennt ihr schon, ändern sich in einem, einer und einem im Dativ. Gut, und diese ganzen Artikel stehen im Singular, also in der Einzahl. Wir haben diesmal jetzt wieder nur den Singular besprochen. Nun wieder zu unserer Tabelle, die wir ausfüllen. Die kennt ihr auch schon von der vorherigen Lektion im Nominativ im ersten Fall. Und im Dativ im dritten Fall. Wie sehen da die Deklinationen aus? Und zwar im Singular. Fangen wir mal an mit den bestimmten und unbestimmten Artikeln im Maskulinum. Dann die Artikel im Femininum. Und die jeweiligen Artikel im Neutrum. Im Maskulinum, der bestimmte Artikel, der, die Endung ist e. Beim unbestimmten Artikel ist die Endung er. Im Nominativ. Im Dativ ist es dem und mit der Endung en. Und einem mit der Endung, auch mit der Endung en. Im Femininum, im Nominativ, die und die Endung e, eine mit der Endung e. Oder im Dativ, der mit der Endung en und einer und auch die Endung en. Im Neutrum, das mit der Endung e, ein mit der Endung es, im unbestimmten Artikel, im Nominativ und im Dativ, im bestimmten Artikel, dem mit der Endung en und einem mit der Endung en. Wie sieht das Ganze im Plural, in der Mehrzahl aus? Die neugierigen Jungen antworten den netten Lehrern. Also, dass der ändert sich in die. Und im Dativ ändert sich das dem in den. Im Plural Femininum. Die aufmerksamen Frauen antworten den ängstlichen Freundinnen. Das die bleibt bestehen im Plural, im Nominativ. Und im Dativ wird aus dem die ein den. Und im Neutrum. Die klugen Mädchen antworten den kleinen Kindern. Der bestimmte Artikel aus dem das wird ein die und aus dem wird den. So, das betrifft jetzt die bestimmten Artikel, diese Änderungen. Und das tragen wir hier mal ein im Plural.
Da ist es egal im Plural, ob man Maskulinum, Femininum oder Neutrum sagt, weil im Nominativ wird immer die gesagt als Artikel. Im Nominativ Plural. Bei den bestimmten Artikeln im Nominativ wird immer formuliert die und die Endung en. Und im Dativ, das ist auch immer gleich, den und die Endung en. Wie sieht jetzt die Deklination bei unbestimmten Artikeln aus? Auch das wollen wir nochmal zusammenfassen. Es gibt ja keine unbestimmten Artikel im Plural. Das hatten wir schon im Akkusativ. Es gibt nur die Nullartikel, also keine Artikel, Mengenangaben, also konkrete Mengenangaben, 2, 3, 4 oder sonst so viele, also wenn ganz klar ist, wie groß ist die Menge. Und unbestimmte Mengenangaben, einige, viele, mehrere und so weiter. Und da fangen wir mal mit dem Nullartikel an. Da wird wieder das Neugierige großgeschrieben, weil es am Satzanfang ist. Es gibt keinen Artikel. Neugierige Jungen antworten netten Lehrern. Da geben wir mal eine konkrete Mengenangabe an. 6 aufmerksame Frauen antworten 6 ängstlichen Freundinnen. Und im dritten Beispiel die unbestimmte Mengenangabe. Einige kluge Mädchen antworten mehreren kleinen Kindern. Und ihr seht im Nominativ auch wieder die Endung E, egal ob männlich, weiblich oder sächlich. Und im Dativ die Endung EN, und zwar immer und überall. Gut, jetzt machen wir noch ein paar kleine Übungen zu den attributiven Adjektiven im Nominativ und im Dativ, und zwar im Singular und im Plural, das ist gemischt. Erstens, viele begeistert Fans folgen berühmt Popstar. Zweitens, das Großauto gehört de neu Nachbarn. Drittens, die enttäuscht Jugendlichen glauben all recht Politikern. Viertens, der klug Hund hilft de blind Mann. Fünftens, ein gut Arzt tut eine klein Kind nicht weh. Sechstens, ausgeschlafen Schüler hören interessant Lehrern gut zu. Siebtens, ein streng Vater befiehlt D. schlampig Sohn das Zimmer aufzuräumen. Ein alt Mann dankt ein jung Frau für ihre Hilfe. Neuntens, viele JungschülerInnen vertrauen manchen NettlehrerInnen. Zehntens, eine eifersüchtig Frau kann ihre untreu Mann nicht verzeihen. Elftens, alle aufmerksamen Menschen gratulieren ihr Bestfreundin zum Geburtstag. Ich kringel euch nochmal die Verben ein, die alle als Folge einen Dativ haben. Das heißt, das sind alles Verben mit Dativ, mit dem dritten Fall, die mit dem dritten Fall gebildet werden. Diese Verben mit dem Dativ, dem dritten Fall, zu lernen, lohnt sich auf jeden Fall, weil ihr wisst, wenn ihr diese Verben habt, dann kommt auf jeden Fall danach ein Dativ und kein Akkusativ oder ein sonstiger Fall. Gut, gucken wir uns mal die Lösungen an. Viele begeisterte Fans folgen dem berühmten Popstar. Begeisterte Fans ist Plural, weil das Verb, bei dem Verb steht EN. Und dann weiß ich, ja, das ist Plural. Und Fan, der Fan, die Fans, Pluralbildung mit S hinten dran. Und dem berühmten Popstar.
Popstar, es ist ein Popstar. Sonst wird es Popstars heißen im Plural mit S hinten dran. Also ein Popstar. Zweitens, das große Auto gehört den neuen Nachbarn. Drittens, die enttäuschten Jugendlichen glauben allen rechten Politikern. Allen rechten Politikern, Plural, das sieht man daran, Politiker ist Einzahl, Politikern mit dem N hinten dran ist Mehrzahl. Der kluge Hund hilft dem blinden Mann. Ein guter Arzt tut einem kleinen Kind nicht weh. Ausgeschlafene Schüler hören interessanten Lehrern gut zu. Bei Schülern ist es so, ausgeschlafene Schüler, der Schüler, die Schüler, das kann ich am Wort nicht unterscheiden, ob das Plural oder Singular ist, aber das Verb hören verrät es. Wenn bei dem Verb hören en dran steht, dann ist das Subjekt auf jeden Fall mal in der Mehrzahl, also im Plural. Ein strenger Vater befiehlt dem schlampigen Sohn, das Zimmer aufzuräumen. Ein alter Mann dankt einer jungen Frau für ihre Hilfe. Viele junge SchülerInnen vertrauen manchen netten LehrerInnen. Zum neunten Beispielsatz habe ich noch eine kurze Erklärung. Diese Schreibweise, viele junge Schüler, SternchenInnen oder Lehrer, SternchenInnen, das ist eine neue Schreibweise, die begründet sich auf eine Entscheidung von dem Bundeskabinett, nämlich, dass es eine dritte Geschlechtsoption gibt. Also ihr kennt ja die Geschlechter männlich, weiblich. Sächlich ist in dem Sinne kein Geschlecht, also nicht was Menschen betrifft, sondern nur Grammatik. Also bei Menschen gibt es männlich, weiblich und es gibt Menschen, die nicht klar zuzuordnen sind, die nicht genau wissen, sind sie männlich, sind sie weiblich. Das ist manchmal von der Geburt her nicht klar zu sehen, ist das Baby jetzt männlich oder weiblich. Und manchmal ist es auch, dass dem Menschen nicht klar ist, wie er sich fühlt als Mann oder als Frau. Und dem Ganzen wurde jetzt Rechnung getragen. Man kann jetzt in ein Geburtenregister, da muss man ja eintragen, wenn ein Kind geboren worden ist, ist das Kind männlich oder weiblich. Und jetzt kann man mittlerweile den Eintrag divers machen. Divers ist einfach ein drittes Geschlecht von den Menschen, wo es nicht klar zuzuordnen ist. Und das drückt sich jetzt eben auch in der Sprache oder in der Schreibweise aus. Zum Beispiel mit diesem Wort Schüler, Sternchen, Innen. Da ist das Schüler mit drin, also der männliche Schüler. Durch das Innen ist die weibliche Schülerin mit drin. Und das Sternchen drückt aus, da ist das dritte Geschlecht mit drin. Und dieses dritte Geschlecht heißt jetzt divers. Soweit nur zu der kurzen Information, warum sowas so geschrieben wird. Gut, machen wir weiter mit den Beispielen. Satz 10. Eine eifersüchtige Frau kann ihrem untreuen Mann nicht verzeihen. Und 11. Alle aufmerksamen Menschen gratulieren ihren besten Freunden zum Geburtstag. Das ist beides mal Plural wieder. Gut, damit sind wir jetzt mit unseren Übungen und Beispielen am Ende. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Übungszeit und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum neuen Thema bezüglich Adjektiven. Also tschüss, macht's gut. Ciao.